Ja, liebe Leute, Servus, grüßt euch auf YouTube, ne? Weiter geht es mit Tiefel Dynasty. So, wir haben den halben Winter haben wir rum. Ich habe ja auf 25 Tage gestellt, damit ich einigermaßen zurechtkomme und alles erledigen kann, was ich erledigen möchte. So, und dann machen wir heute mal einen neuen Guide. Und zwar, wir beschäftigen uns heute noch einmal mit dem Brückenbau oder Stegebau über kleine Gewässer oder durchs Gewässer. Und da habe ich schon einiges vorbereitet. Jetzt werden wir mal hier aufsteigen und die Perspektive ändern. Ja, Jan. Okay, tschüss, Jan. Mach's gut. Ich bin erst einmal unterwegs. So, dafür habe ich auch einige Sachen schon vorbereitet, weil es sehr, sehr schwierig ist, mit den Hilfsmitteln, die wir haben, etwas zu bauen. Aber es geht, alles Mögliche ist eigentlich hier in Medieval Dynasty machbar. Man muss sich bloß zu helfen wissen oder man muss einfach nur mal ein bisschen kreativ sein und sich überlegen, welche. Da liegt ein Hase, den nehmen wir gleich mal mit. Kann ich den? Ah, da muss ich absteigen. Wie? Ja, ist er gut großer. Die Wölfe haben also den Hasen da schon wieder gerissen oder das Karnickel. Das nehmen wir natürlich gleich mit. Warum soll man das liegen lassen, ne? Okay, dann geht's weiter. So, wir kommen jetzt dann mal zu einer Stelle, wo ich ja mal was vorbereitet habe. Beziehungsweise wir kommen an insgesamt drei Stellen, da wo ich was vorbereitet habe für euch. Weil wenn man so anfängt und ich euch das zeigen möchte, wie man es machen kann oder könnte, dann dauert es wesentlich zu lang. Also da müsste man ja zwei, drei Videos machen, ne? So, wir sind jetzt mal hier an dem kleinen Bächlein. So, und dann werde ich euch mal die Gegebenheiten erklären. Ihr seht, ich habe hier jeweils erst einmal Steine gelegt, damit die. Warte mal, müssen wir noch einmal ein bisschen nachkorrigieren. Ich brauche dann noch ein Brett. Oder man kann auch einen Holzstamm nehmen, das ist eigentlich egal. Zu beachten ist auch, in welcher Perspektive ihr das machen wollt. Ne? Denn wenn ihr das hier macht, liegt das Brett quasi am Boden. Wenn ihr in die andere Perspektive geht, in die Ego-Perspektive und ihr nehmt das Brett, dann ist es hoch. So, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel die Stämme aneinander schieben wollt, dann könnt ihr das in der Regel nicht, denn es geht gerade so. Es geht gerade so, ne? Aber wirklich gerade so, weil das Brett zu hoch ist. Also müsst ihr öfters mal in der Perspektive wechseln, um auszuprobieren, wie was am besten für euch zum Händeln geht. So, wir schieben jetzt den Stein wieder hier ran, damit der schaut ja so doof aus da. Damit die Holzstämme sich nicht verschieben. Na, hast du den Stein immer noch nicht aufgenommen? So, wenn das Wasser breiter ist, als wie ein Holzstamm lang ist, habt ihr schlechte Karten, grundsätzlich erst einmal. Und wenn das Wasser auch noch tiefer ist, als wie ein Holzstamm hoch ist, habt ihr auch wieder Probleme. Also gibt es bloß eine Möglichkeit, also Holzstämme im Wasser verlegen, dann über diese Holzstämme wieder Holzstämme legen, so wie ich das hier gemacht habe. Und immer schön fixieren, mit Steine fixieren. Auch wird euch es passieren, dass dieser Holzstamm nicht da liegen bleibt, wo er liegen bleiben soll, ne?
Wir werden das jetzt gleich einmal ändern. Wahrscheinlich werde ich einen Haufen Zeug kaputt machen dabei. Aber das macht nichts. Ist ja zur Demonstration, ne? So, und dann müsst ihr immer schön aufpassen, dass ihr nirgends wo ankommt. Weil dadurch verschiebt ihr alles Mögliche. Und hinternach ärgert ihr euch und sagt, das geht nicht. Ich habe das gesehen, jetzt hat sie es erstmal verschoben. Ne? Okay, ist aber nicht so schlimm. Wir wollten ja sagen oder machen, dass wir den Stein noch ein bisschen vorschieben, weil die Bretter ja länger sind. So, jetzt müssen wir bloß noch mal schauen, warum. Weil der hier da dazwischen ist, ne? Den habe ich da dazwischen gemacht. Und dann schieben wir das einfach zusammen mit dem Stein. Schieben wir das ein wenig zusammen. Damit es zusammen bleibt, ne? Das hilft ein bisschen, aber ihr müsst trotzdem aufpassen wie Hund. Das ist schon wieder auseinandergegangen. So, dann schieben wir das alles hier schön aneinander ran. So. Dann noch ein bisschen nachkorrigieren. So. Jetzt haben wir erst einmal das soweit gemacht, dass wir jetzt den Stein können wir jetzt auch noch ein bisschen weiter vorschieben. Wenn es geht, braucht er vielleicht nicht unbedingt zwei Steine. So, haben wir das einigermaßen gerade? Naja, gut. Man kann es erst einmal lassen. So zur Demonstration, ne? Dann stellt ihr euch immer so hin, dass ihr das Zeug schön waagerecht in die Hand nehmen könnt. Ne? Und jetzt kommt das Gefiesel. Jetzt müssen wir die Bretter schön hier drauflegen. Ne? Dass es einigermaßen gerade ist. Ne? So, und schon verschiebt sich alles. Weil ich es das Brett nicht gescheit hochgehoben habe. So, jetzt müssen wir das halt wieder ranschieben. Ja, das ist also echt ein ganz schönes Gefreck, sage ich euch. So, noch einmal ganz vorsichtig. Dann einigermaßen gerade ausrichten. So, jetzt kommt das zweite Brett. Und das Brett liegt ja schief, ne? Also, das ist halt Käse. Ihr müsst euch eine Stelle suchen, wo das Brett schön waagerecht liegt. Dann stellt ihr euch in der Mitte hin. Und dann vorsichtig das Brett drauf machen. Das ist also teilweise Millimeterarbeit, ne? Das war des Guten zu viel. Aber machen wir es erst einmal so, damit es überhaupt... Ja gut, man kann... Naja, ein bisschen Scheps ist es schon, ne? Ein bisschen Scheps ist es schon. So, dann das Brett.
Das müssen wir uns dann auch erst einmal schön gerade hinlegen. So, dann haben wir da drüben noch eins. Das holen wir uns auch. Es ist halt einfach in dem Spiel grundsätzlich erst einmal nicht vorgesehen, solche Experimente hier zu machen, ne? So, jetzt müssen wir bloß uns das Brett nehmen, müssen das schön waagrecht irgendwo hinlegen. So, und dann müssen wir hier den Holzbalken, das hier, das müssen wir ein bisschen schieben. So haben wir es halbwegs wieder, halbwegs gerade, ja, haben wir. So. Leider Gottes kann man das halt alles nicht so fixieren. So, jetzt rutscht es gleich runter. Deswegen hatte ich eigentlich hier oben Steine hingelegt, damit dieser Balken, also dieser Holzbalken hier nicht runterrutscht, ne? Jetzt ist es aber passiert, dass er runterrutscht, weil ich es hier alles verschoben habe. Aber es geht. Und jetzt brauchen wir noch ein Brettchen. Einfach nur zur Demonstration. So, und wir können ja im Wasser nichts bauen. Wir können im Wasser keine Kisten hinlegen, gar nichts, ne? Und vielleicht empfiehlt sich's auch dann vielleicht hier zwei, drei Bretter irgendwie hinzulegen, damit die Baumstämme eben nicht runterkollern können, wenn man es halt einfach bewegt. Aber das ist, wie gesagt, eine Sache, da ist es vielleicht auch notwendig, dass man die Maus, die Sensibilität der Maus, ne, vielleicht dementsprechend ganz niedrig stellt, so dass man wirklich hier auf den Millimeter genau arbeiten kann. So, jetzt lassen wir das einfach hier runterfallen. Und es ist natürlich jetzt alles ein bisschen krumm und schief. So, so könnte man es machen, ne? So könnte man also einen Steg bauen. Ist natürlich jetzt hier kein Meisterwerk. Ich habe mich jetzt auch nicht so unbedingt angestrengt. Ich wollte euch nur zeigen, mit welchen Hilfsmitteln es möglich wäre, eine Brücke zu bauen. Wenn man natürlich jetzt das Problem hat, dass man hier nur mit einem Stamm arbeitet, dann müsste man halt hier eben mit drei Stämmen arbeiten oder hier noch einen querlegen. Ne? Ich meine, wenn ich das jetzt hier mache, Moment mal, muss ich in die andere Perspektive gehen, sonst hebe ich den Stamm gleich auf. Oh ja, weil ich nicht in die Mitte gegangen bin. Ne? Ich bin nicht in die Mitte gegangen. Das war natürlich jetzt das Problem von mir, dass ich hier also Mist gebaut habe jetzt. So, warte mal. Dann nehmen wir mal den Stein. So, dann nehmen wir mal den Holzbalken hier in der Mitte. Also das sollte man sich dann schon merken, dass man den immer schön in der Mitte nimmt. So, und dann tun wir hier mal noch einen Stein hinlegen, damit das sich nicht verschiebt, ne? Wobei, es ist nicht ganz gerade, so sollten wir es eigentlich vielleicht machen, ne?
Ihr könnt nämlich dann auch das wunderbar ausrichten, dass das alles symmetrisch gerad wird. Rein theoretisch, ne? Also nur theoretisch, Leute. So, also noch einmal. So, dann tun wir hier noch mal nachjustieren. Ja, wenn der Stein dazwischen rollert, dann tut es natürlich hier die Stämme wieder verschieben. Aber ich denke, ich kann euch das so eigentlich einigermaßen zeigen, wie man es machen könnte, ne? So, jetzt ist der aber nicht ganz gerade, ne? So, und das kommt von der Perspektive. Das kommt von der Perspektive, weil man dann diesen Holzbalken nicht hoch genug kriegt. Jetzt müssen wir den wieder ranschieben. Also es geht ja eigentlich. Wo ist denn jetzt der? Ach so, der ist jetzt unter dem Holzbalken, weil das Wasser ja so tief ist, genau. Ja, es ist halt in dem Spiel nicht vorgesehen, dass man Brücken baut. So, schauen wir mal, ob wir das wieder zusammenschieben können. Ja, geht. So, jetzt ist es nach euren Gutdünken, wie wir es machen. Wir nehmen noch einmal zwei Steine. Ich mache aber erst einmal eine Pause, schnell für euch. So, machen wir schnell weiter. So, ganz vorsichtig aufnehmen. Und dann hier platzieren. So weit nach unten rutschen wie möglich. So. Dann tun wir den hier weiter nach oben. So. Probieren wir es mal von so. Also ich streng mich jetzt mal nicht an, Leute. Seid mal nicht böse. Aber es soll ja auch nur demonstrieren, ne? Was möglich wäre. So, wie ihr das dann schön zusammenschiebt, ne? Langsam hochhebt, rüberschiebt die Bretter, ohne dass ihr die Balken bewegt. Das ist natürlich jetzt die Kunst, ne? Und da müssen wir jetzt umschalten in die andere Perspektive, weil sonst geht gar nichts. So, das war natürlich jetzt auch wieder mal Käse. So könnte man es zum Beispiel machen, ne? So, auf jeden Fall, ne, ihr seht, was möglich wäre, um hier eine Brücke rüber zu bauen. So, jetzt haben wir schon einen halben Tag gebraucht. So, jetzt gehen wir zum nächsten. Was ich euch vorbereitet habe, damit wir hier durchkommen.
Es soll ja eigentlich ein Guide sein, der euch anregt und euch ein bisschen an die Hand nimmt, um zu zeigen, was man machen könnte. So, jetzt gehen wir zur nächsten Stelle. Da werden wir aber nicht lange rum experimentieren. So, schnell absteigen. So, hier sind wir an der nächsten Stelle. Wenn das Bächlein so breit ist, dass die Holzstämme wunderbar drüber passen, dann kann man die hier so einpassen. Oder auch nicht. Das ist das Problem, dass ich jetzt hier nicht den gleichen Abstand habe. Ne? Die Länge hier von dem Holzzaun, den ich verwendet habe, nämlich, ich zeige euch das mal schnell hier. Das ist also der niedrige Stockzaun. Den habe ich also hier verwendet und habe ihn so nah wie möglich am Fluss entlang gebaut. So, jetzt könnt ihr also hier das zum Beispiel so belassen. Ihr könnt also hier rüber gehen. Oder auch nicht. Ne? Da bleibt er hängen, müsst ihr hüpfen. Oder ihr macht Folgendes. Ihr nehmt euch jetzt wieder ein Brett. Das ist natürlich jetzt recht schief. Legen wir es mal dahin, wo es einigermaßen gerade ist. So. Und jetzt fangt er halt an und sagt, okay, dann werden wir halt hier mal ein Brett hinlegen. So. Und schon verschiebt sich die ganze Sache, ne? Also da müsst ihr auch wieder aufpassen. Wir nehmen noch einmal ein Brett. Einfach nur zum Demonstrieren. Es ist halt eine unheimliche Fieselarbeit. Eine Geduldsarbeit, eine Fieselarbeit, eine Millimeterarbeit. Ja, so ist es halt einfach, ne? So, und jetzt könnt ihr hier Bretter drüber legen, über den ganzen Steg, damit es einigermaßen vernünftig ausschaut. Jetzt, wenn wir hier rüberlaufen, bleibt da auch... Er bleibt hängen. Warum bleibt er hängen, der Nasenbär? Ne, manchmal bleibt er nicht hängen. Okay. Also man kann dann auch schön drüber laufen. Man muss das halt hier alles noch bloß schön machen. Damit es halt auch einigermaßen ausschaut. Wenn der Bach natürlich noch schmäler ist, dann ist es natürlich von Vorteil, weil dann könntet ihr noch einen anderen Zaun verwenden, könntet die Balken auf den Zaun auflegen. Ne, dann geht es alles auch noch ein bisschen einfacher. So, und jetzt gehen wir zur letzten Baustelle, die ich euch zeigen wollte. So, gleich mal absteigen. So, innerhalb des Dorfes haben die Leute bestimmte Wege, die sie laufen. Aber nicht alle laufen immer die gleichen Wege. Es gibt also Leute, die laufen hier dran vorbei. Es gibt Leute, die laufen hier dran vorbei. Also das ist Katastrophe. Ich habe mir dann geholfen. Ich habe mir 10 Bretter genommen. Und habe mal beobachtet in der Früh, wenn sie zur Arbeit gehen oder abends, wenn sie heimkommen, welche Wege sie hauptsächlich belaufen. Und habe mir dann die Bretter hingelegt in der Richtung, wie sie laufen, wo sie laufen. Und dann habe ich anhand dieser Markierungen, habe ich hier meine Holzstämme verlegt. Ne? So ein bisschen halb rund, damit die Leute hier durchgehen können. Und man sieht es, der ist jetzt hier außen entlang gegangen. Der ist hier lang gelaufen. Hier ist er lang gelaufen. Okay, ist es sein Problem, wenn er meint. Ne? So, jetzt schauen wir mal, wo sie lang läuft. Ne? So, sie läuft schon
auf dem richtigen Weg. Jetzt dreht sie um. Jetzt ist sie durcheinander gekommen wahrscheinlich. Komisch. Also manchmal laufen sie richtig, manchmal laufen sie nicht richtig. Das ist halt auch in dem Spiel nicht vorgesehen, dass man Brücken baut und dass die dann auch wirklich genau über diese Brücke dann drüber laufen. Ne? So, hier habe ich mal versucht, da kommt nochmal einer, den gucken wir mal an, wo der jetzt lang läuft. Also manche laufen auf dem Holz, manche laufen auf dem Erdboden, der läuft jetzt zum Beispiel auf den Holzstämmen, ne? Der andere hat es nicht geschafft. Also es ist unterschiedlich, Leute. So, dann habe ich hier mal so einen kleinen Steg gebaut mit Hilfe von Steinen. Die habe ich mir hier hingelegt, die Steine. Und auf die Steine habe ich Bretter gelegt. Ne? Also da könnte man jetzt zum Beispiel auch wieder weiter ansetzen und könnte damit irgendwie eine die läuft jetzt hier querfeldein. Das ist halt alles, hier müssten wir dann noch einmal einen Weg bauen, aber das... Also wenn ich für 40 Leute Wege bauen soll, ne, dann wäre ich also in dem Spiel nie fertig. So, das soll aber auch nur euch zeigen, welche Möglichkeiten es besteht, irgendetwas zu machen. Ne? Also man kann Steine in sich hinlegen, Bretter drauflegen. Dann kann man also hier wie zum Beispiel, ja, da kann man hier so diese Engstelle könnte man zumachen. Ob die dann benutzt wird, nicht benutzt wird. Leute, solange das Spiel noch nicht vorgesehen hat, dass die unbedingt dann darauf reagieren und über eine Brücke laufen, weil das Spiel kennt ja keine Brücken. Also nicht selber gebaute Brücken. Ne? Okay, so, dann soll es das erst einmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Reingucken. Denkt an ein Like, denkt an einen Kommentar. Zieht ein Abo vom Kanal, wenn es euch gefallen hat. Hier, der läuft auch dran vorbei, denn der ignoriert es. Ja, logisch, ne? Weil es im Spiel nicht vorgesehen ist. Aber man kann das hier als Dekoration oder als kleines Hilfsmittel kann man das hier alles schon ein bisschen etablieren. Und es schaut halt dann auch nicht so schlecht aus, eigentlich. Ihr müsst halt nur wirklich kreativ sein und euch merken, Holzstämme, Bretter, Steine, gegebenenfalls Kisten und Zäune kann man für sowas verwenden, ne? Okay, und denkt dran, im Wasser selber könnt ihr nicht bauen. So, das soll es gewesen sein. Ja, bezüglich Videobeschreibung, da schaut ihr mal bitte rein. Da sind zwei Links, einmal von der Lake Sun, ein Link, da könnt ihr mal drauf gehen, die macht auch super Videos. Und dann würde ich euch empfehlen, schaut ihr mal bei der Yaru Sims rein, denn der Link ist auch drinnen. Die macht auch tolle Videos. Und von der habe ich mir einige Sachen abgeschaut, wie sie das gemacht hat. Die hat also da ein ruhiges Händchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist sehr kreativ, was mit Devil Dynasty betrifft. Ne? Ja, schaut einfach mal rein und dann schreibt er in den Kommentaren unten drunter halt, dass er vom Old Gaming Dead LP kommt. Ne? Das würde uns alle miteinander freuen und dann wissen wir auch Bescheid. Ja, und ansonsten... gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich habe mich verreitet. ich wollte eigentlich hier lang. Let's go. So, wir gehen jetzt Richtung Heimat. Stellen das Pferd unter. Und ups, nicht so stürmisch, Brauner. So, komm rein in den Stall. Dann darfst du dich wieder ein wenig ausruhen. So, andere Perspektive. So, liebe Leute, dann sage ich einfach mal noch einmal Dankeschön und wünsche euch eine schöne Zeit. Schaut wieder vorbei. Vielleicht habe ich wieder was Interessantes für euch. Ne? Ja, Brauner, alles klar. Und dann sage ich Holdrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye. Arrivederci, euer PV, nicht PvP, okay, den hat es früher mal gegeben. Nein, euer Old Gaming Dead LP, gell? Also, tschüss.